Sie sind hier, 22. November 2018, 12.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Bundestrainer André Korff, links, freut sich mit Lisa Brennauer, Urheberrecht Getty Images Radsport, Bundestrainer André Korff befindet sich nach einem Herzinfarkt auf dem Weg der Besserung. Der 45-Jährige wird sein Amt wohl weiter ausüben können. Radsport-Bundestrainer André Korff hat einen Herzinfarkt erlitten, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Dies teilte der Bund Deutscher Radfahrer, BDR, mit. Demnach erholt sich der 45 Jahre alte frühere Telekom-Profi derzeit bei einer Reha-Maßnahme, muss aber sein Amt vorerst ruhen lassen, die Behandlung war erfolgreich und mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich denke, dass ich Anfang des kommenden Jahres wieder als Trainer arbeiten werde, wird Korff in der Mitteilung zitiert. Korff, im BDR als Frauencoach im Straßenbereich verantwortlich, wird vorerst von Honorartrainer Horst Strunk vertreten. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.